Hallo, mein Name ist Christiane Böhm. Ich bin hessische Landtagsabgeordnete und kümmere mich für die Linke um das Thema Gesundheit. In den ersten beiden Videos unserer Reihe zum Gesundheitswesen in Deutschland und in Hessen bin ich bereits hin und wieder auf die Corona-Pandemie eingegangen. Vieles, was wir als Linke im Gesundheitswesen schon lange kritisieren, ist in der aktuellen Krise für noch mehr Menschen sichtbar geworden. Dazu gehören die desaströse Finanzierung unseres Gesundheitswesens und die oft viel zu dünne Personaldecke, gerade im Bereich der Pflege. Heute wollen wir uns anschauen, was es ganz konkret aus der Situation der Pandemie zu lernen gilt. Denn eines ist sicher: Corona war weder die erste Erkrankung, die weit verbreitet wurde, noch wird es die letzte sein. Damit wir also bei der nächsten vergleichbaren Situation noch besser durch die Krise kommen, gilt es, Erfahrungen zu sichern. Fangen wir mit den Mängeln an. Denn gemangelt hat es zu Beginn der Pandemie an so einigem. Damit meine ich jetzt nicht Klopapier oder Nudeln. Ich meine die grundlegenden Dinge aus dem medizinischen Bereich. Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern, individuelle medizinische Schutzausrüstung und teilweise auch Medikamente. Wenn wir auf die Zahl der Intensivbetten pro Kopf im internationalen Vergleich schauen, steht Deutschland aktuell noch ganz gut da. Deshalb bleiben uns auch Bilder wie in Italien oder in Spanien erspart. Gerade in Südeuropa wurde nach der Weltfinanzkrise 2008-2009 auf Druck der Europäischen Union und insbesondere Deutschlands massive Einsparungen im Gesundheitswesen durchgeführt. Man denke nur an Griechenland. Die Folgen haben wir in der Pandemie gesehen. Viele Neoliberale in Deutschland wollen übrigens bei uns denselben Weg beschreiten. Noch wenige Monate vor der Pandemie hat etwa die Bertelsmann Stiftung gefordert, fast 2/3 der deutschen Kliniken zu schließen. Was das für Auswirkungen gehabt hätte, können wir uns heute alle gut vorstellen. Intensivkapazitäten sind teuer, gerade dann, wenn man sie einfach nicht benötigt. Denn aktuell bekommen die Kliniken immer nur Geld für die ganz konkrete Behandlung. Unsere Forderung ist, dass die Kliniken die Vorhaltekosten bezahlt bekommen. Aber das passiert ja jetzt nicht einmal in der Krise. Während der ersten Welle im Frühjahr erhielt jede Klinik für das Freihalten der Intensivbetten eine Ausgleichszahlung. Nun sollen, so hat es kürzlich der Bundestag beschlossen, gerade kleine und kommunale Krankenhäuser keine solche Pauschale mehr erhalten. Das kann dazu führen, dass kommunale Kliniken weiter in die roten Zahlen rutschen und schlimmstens irgendwann dicht machen. Oder es führt dazu, dass weniger Intensivkapazitäten zur Bekämpfung der Pandemie bereitstehen. Beides wäre ein Desaster. Es reicht aber auch nicht, Intensivbetten und Beatmungsgeräte bereitzustellen. Man braucht auch das Personal, das sie qualifiziert bedienen kann. Wir brauchen also nicht nur genügend Pflegekräfte, sondern auch solche mit den notwendigen speziellen Kompetenzen. Die Einrichtungen des Gesundheitswesens haben aber auch nicht genügend medizinische Schutzausrüstung zur Verfügung gehabt. Großbestände zu lagern kostet Geld. Das ist in unserem System nicht vorgesehen. Und da im globalen Kapitalismus alles immer möglichst billig produziert werden muss, befinden sich inzwischen fast alle Produktionsstätten für Schutzartikel, Desinfektion, aber auch für viele Medikamente vorwiegend in Asien. Als mit Beginn der Pandemie der globale Handel teilweise ausgesetzt wurde, waren wir von den wesentlichen Grundgütern einer funktionierenden medizinischen Versorgung abgeschnitten. Das darf nicht passieren. Wenn uns die Globalisierung derart verwundbar macht, muss dringend politisch entgegengesteuert werden. Und das ist eine staatliche Aufgabe, ausreichend Vorräte für Krisensituationen vorzuhalten. Es ist die Aufgabe des Staates, für eine regionale Produktion zu sorgen. Wenn wir schon über Mängel im internationalen Kontext reden, müssen wir leider auch feststellen, dass es an internationaler Solidarität mangelt in der Pandemie.
Dabei denke ich jetzt nicht nur an Egozentriker wie Trump oder Bolsonaro, sondern insbesondere an eine viel zu schwache Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO genannt, und an die Egoismen innerhalb der Europäischen Union. Eine Pandemie muss global bekämpft werden. Darauf war und ist die WHO aber nicht vorbereitet. Das ist so, weil seit 1993 die Mitgliedstaaten ihre Beiträge gedeckelt haben. Die Aufgaben und Kosten der WHO sind aber immer weiter gestiegen, sodass heute gerade mal ein Viertel des WHO-Haushaltes aus Mitgliedsbeiträgen besteht. Dadurch war die WHO gezwungen, sich nach neuen Finanzquellen umzusehen, um ihren Aufgaben wenigstens halbwegs entsprechen zu können. So wurde sie in die Arme privater Investoren getrieben und hat damit unfreiwillig Verschwörungsmythen in Bezug auf die Gates-Stiftung Futter gegeben. Wenn wir also eine wirkungsvolle und unabhängige WHO wollen, dann müssen endlich die internationalen staatlichen Zuschüsse an sie deutlich steigen. Auch die Europäische Union, die sich gerne als Wertegemeinschaft bezeichnet, hat ein klägliches Bild abgegeben. Statt gemeinsame Hilfe zu organisieren, wurden als erstes die Grenzen geschlossen und jeder Mitgliedstaat war sich selbst der Nächste. Als in Italien und Spanien Menschen ohne jede gesundheitliche Versorgung zu Tausenden sterben mussten, war beispielsweise Deutschland trotz ausreichender Kapazitäten nur minimal bereit, Menschen von dort medizinisch zu betreuen. Dieses Armutszeugnis für die Europäische Union zeigt, ebenso wie der unsolidarische Umgang mit Geflüchteten, dass in der EU weiterhin vor allem die wirtschaftlichen Interessen ausschlaggebend sind. Und wie war und ist das eigentlich in Deutschland mit der Solidarität? Auch bei uns leiden vor allem diejenigen am stärksten unter der Pandemie, die wenige oder gar keine Reserven haben. Kinder aus Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften hatten während der Schulschließungen oft gar keine Voraussetzungen für digitalen Fernunterricht. Extrakosten der Pandemie waren im sowieso viel zu geringen Hartz-IV-Regelsatz natürlich überhaupt nicht vorgesehen. Es gibt immer noch keinen Corona-Aufschlag, obwohl Leistungen wie kostenloses Mittagessen in Schule und Kita zeitweise weggefallen sind, viele Produkte teurer sind und die Tafeln und andere Einrichtungen der Armutsverwaltung teilweise geschlossen wurden. Es waren vor allem Frauen und prekär Beschäftigte, die direkt ihre Jobs verloren haben. Künstlerinnen und Künstler, Solo-Selbstständige, Kleingewerbetreibende ohne Rücklagen sind immer noch schwer gebeutelt durch die Auswirkungen der Pandemie. Für Menschen ohne Wohnung und in Gemeinschaftsunterkünften sind die Aufforderungen: Bleiben Sie zu Hause, oder die vielfältigen Hygienevorschriften der blanke Hohn. Und auch beim Pflegepersonal fühlen sich viele durch die Bundesregierung betrogen. Ihr erinnert euch bestimmt, wie Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister von der CDU, allen Pflegekräften eine Corona-Prämie versprochen hat. Nun soll sie nur jede dritte Pflegekraft bekommen. Angeblich waren die anderen Pflegekräfte nicht übermäßig belastet durch Corona. Da kann einem nur schlecht werden. Das sind Menschen, wie so oft überwiegend Frauen, die bei oft nicht angemessener Bezahlung und unzureichenden Arbeitsbedingungen für uns alle ihre Gesundheit riskieren. Und als Dank wird ihnen mitgeteilt, ihr Job sei nicht anstrengend genug gewesen. Als Linke sage ich: Corona-Prämie für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen. Notfalls muss die hessische Landesregierung das eben selbst bezahlen, wenn sich der Bund querstellt. Denn gleichzeitig werden Großunternehmen in diesem Land Milliarden hinterhergeworfen. Die sagen Danke, um wenige Wochen später Tausende von Jobs zu vernichten. Und das Vermögen der Milliardäre und Millionäre auf dieser Welt und auch in Deutschland
ist weiter massiv in die Höhe geschossen. Solidarität heißt auch, starke Schultern können und müssen mehr tragen. Deshalb müssen aus linker Sicht die Gewinnerinnen und Gewinner der aktuellen Krise einen deutlich höheren Kostenanteil tragen. Dafür schlagen wir eine einmalige Corona-Vermögensabgabe vor. Es darf nicht sein, dass wieder die Menschen mit niedrigen Einkommen wie bei der Finanzkrise die Zeche zahlen müssen. Aber auch an anderen Stellen muss entgegengesteuert werden. Es ist ein Unding, dass ganz viele pandemiebedingte Ausgaben von den gesetzlichen Krankenversicherungen getragen werden müssen. Selbst wenn die Leute, die davon profitiert haben, privat versichert sind. Und um das finanziell auszugleichen, sollen jetzt die Zusatzbeiträge der gesetzlich Krankenversicherten steigen. Ich bin ja sowieso gegen die Zweiklassenmedizin und die privaten Krankenversicherungen. Aber solange es diese gibt, muss gelten, die privaten Krankenversicherungen müssen genauso zur Pandemiebewältigung beitragen wie die gesetzlichen. Alternativ müssen die Ausgaben aus Steuermitteln getragen werden, die ja von uns allen erbracht werden. Es darf uns natürlich nicht nur ums Geld gehen. Aus der Pandemie lernen heißt vor allem Fehler erkennen und vermeiden. Zum Beispiel, wenn es um die längst überfällige Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes geht. Die Initiativen der Bundesregierung müssen vom Land Hessen deutlich unterfüttert werden. Die Kommunen dürfen damit nicht alleine gelassen werden. Der nächste Schritt muss eine intensive Überarbeitung der Pandemie- und Katastrophenpläne sein. Es war ja teilweise abenteuerlich, was alles zu Beginn unklar war oder kurzfristiger Lösungen bedurfte. Ich nenne jetzt mal nur drei Beispiele aus Hessen. Immer wieder wurden bei uns eingerichtete Testcenter geschlossen, verlegt oder erst mit Verzögerung eröffnet, weil zu Beginn vollkommen unklar war, wer zuständig ist und wo es angemessene Räumlichkeiten gibt. So etwas darf nicht passieren. In einem Pandemieplan müssen für die einzelnen Kreise und kreisfreien Städte klare Festlegungen bestehen, welche Räume und welche Kapazitäten in einer solchen Situation zur Verfügung stehen. Ein zweites Beispiel sind teils täglich angepasste Ausnahmeregelungen. Welche Berufe haben Anspruch auf eine Notkinderbetreuung, weil sie trotz pandemischer Lage unverzichtbar sind? Wie wird die Lohnfortzahlung geregelt für Menschen, die wegen geschlossener Kitas und Schulen oder der Pflege von Verwandten nicht mehr arbeiten können? Wie wird sichergestellt, dass Frauen, die ungewollt schwanger sind, einen Schwangerschaftsabbruch fristgerecht machen können und nicht mit ihnen diskutiert wird, ob das denn nicht vielleicht eine verschiebbare Operation sei? Es ist klar, dass viele dieser Dinge neu und erstmalig entschieden werden mussten. Umso wichtiger ist es, dass wir all diese Sachen nun in die bestehenden Pläne verbindlich integrieren, um im Fall einer weiteren Notlage nicht erneut wieder vor denselben Fragen zu stehen. Ein dritter Punkt, der mir in Hessen sehr negativ aufgefallen ist, dreht sich um die Verteilung knapper Ressourcen. Die schwarz-grüne Landesregierung hat entschieden, dass bevorzugt die Krankenhäuser mit Schutzmaterialien versorgt werden. Natürlich müssen die Menschen, die sich um nachweislich infizierte Personen kümmern, gut geschützt sein. Es wäre aber doch der beste Schutz, wenn wir erreichen, dass sich die Infektion erst gar nicht ausbreitet. Das hätte aber bedeutet, gerade die Bereiche, die mit Risikogruppen arbeiten, besser zu versorgen. Die mobile Altenpflege, Seniorenheime, Arztpraxen, therapeutische Heilberufe. Wir wissen inzwischen, dass ganz viele der schweren Fälle zu Beginn, die dann aber auch oft tödlich geendet haben, durch den Mangel an Schutzmaterialien in Senioreneinrichtungen entstanden sind. Eine andere Priorisierung bei der Verteilung hätte hier das eine oder andere verhindern können. Das gilt heute umso mehr mit Blick auf die Verfügbarkeit von Schnelltests. Wenn inzwischen die überwiegende Zahl der Todesfälle auf Menschen in Senioren- und Pflegeeinrichtungen zurückgeht, dann ist es vollkommen unverständlich, warum in Hessen Schnelltests in diesen Bereichen Mangelware sind.
Der grüne Gesundheitsminister hat die Forderung, in den Altenheimen mehr oder überhaupt zu testen, damit abgelehnt, dass dies ja nur eine trügerische Sicherheit wäre. Es hat ewig gedauert und kommt jetzt als Bundesgesetz, dass die Schnelltests in Altenheimen zur Verfügung gestellt werden. Aber wie lange das wieder in Hessen dauert? Lasst mich zum Schluss nochmal zusammenfassen, was die ersten zentralen Lehren aus der Pandemie sind. Wir müssen das Gesundheitssystem wieder gesund machen. Das heißt, eine ordentliche Gesundheitsplanung, die sich an den realen Bedarfen vor Ort und hohen Qualitätsstandards orientiert. Wir brauchen ein gut bezahltes und gut ausgebildetes Personal im Gesundheitswesen in angemessener Zahl, inklusive eines Pandemiepuffers. Wir müssen unbedingt den Investitionsstau in den Krankenhäusern auflösen und die Finanzierung vernünftig aufstellen. Und wir dürfen nicht zulassen, dass Kliniken Gewinne für private Kapitalanleger erwirtschaften. Wir müssen die soziale Sicherung ausbauen, sodass niemand in einer Krisensituation noch weiter abgehängt wird. Es ist eine Schande, dass in Deutschland die Tafeln für hunderttausende Menschen zur Normalität gehören, sodass ihr zeitweiliger Wegfall zu massiven Nöten führt. Deshalb brauchen wir eine existenzsichernde und sanktionsfreie Grundsicherung für alle hier lebenden Menschen, statt Suppenküchen und Hartz IV. Wir brauchen eine bessere Absicherung für kleine Selbstständige, insbesondere für Künstlerinnen und Künstler. Das ist eine akute Aufgabe. Wir brauchen eine Gesundheitsversorgung für alle, wie es die Linke im Hessischen Landtag beantragt hat. Näheres dazu findest du in unserem YouTube-Video Verbesserung der Situation von Menschen ohne Krankenversicherung. Wir müssen auch aus den Fehlern lernen und für die nächste Extremsituation vorbeugen. Dazu müssen wir unter anderem die Pandemie- und Katastrophenpläne weiterentwickeln. Und wir müssen diskutieren, welche Dinge jedes Land vorhalten sollte und wie wir die internationale Kooperation neu organisieren. Wir müssen aber auch unsere Art und Weise zu produzieren und zu konsumieren auf den Prüfstand stellen. Pandemien entstehen, weil die Menschheit alles weltweit ausbeutet. Auch Tiere, deren Krankheitserreger auf Menschen überspringen können. Durch die rasante Reisegeschwindigkeit können sich Pandemien innerhalb weniger Tage weltweit ausbreiten. Die Weltgesundheitsorganisation und die Europäische Union könnten eine positive Rolle in einer Pandemie spielen, wenn sie die richtigen Instrumente zur Hand hätten. Dann gelingt auch internationale Solidarität statt nationaler Engstirnigkeit. Zugleich darf nicht die gesamte Welt von einer Region des Weltmarktes abhängig sein, nur weil dort besonders billig produziert wird. Wir brauchen eine Globalisierung der Zusammenarbeit, nicht der Profitgier. Wenn uns das gelingen würde, dann wäre die Corona-Pandemie bei all ihren Tragödien und all ihren Schrecken eine Chance für unsere Gesellschaft. Dafür werde ich mich zusammen mit meinen Genossinnen und Genossen und mit vielen weiteren engagierten Menschen einsetzen. Und ich lade dich herzlich ein, mach mit. Unterstütze streikende Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitswesen. Stehe mit anderen zusammen, wenn bei euch vor der Tür das Krankenhaus platt gemacht werden soll. Mach dich weiter schlau, indem du zum Beispiel die tolle Broschüre von Krankenhaus statt Fabrik liest. Den Link dazu findest du in der Infobox. Und nicht zuletzt, werde politisch aktiv, weil viele Dinge, über die ich in den drei kurzen Filmen berichtet habe, hängen direkt von den politischen Entscheidungen in den Kommunen, den Bundesländern, dem Bundestag oder dem Europäischen Parlament ab. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Bleib gesund. Bis dann. Deine Christiane Böhm.